Das tut schon weh. Hannover in Rot mit nur einem Sieg aus den letzten 7 Partien. Erstmal in der Defensive gegen den KSC. Breithaupt mit dem Kopfball. Es fehlt der 18-Tore-Mann Philipp Hofmann. Gelb gesperrt bei den Gästen. 96, sehr stabil und willig und gefährlich. Über die Flügel Meiner. Die letzten 3 Spiele muss er zuschauen. Tolle Flanke, Weidand, 1-0. 25. Spielminute, 3. Saisontor. Und toller Assist von Linton Meiner. Weidand hat schon 2 Doppelpacks gegen den KSC rausgelassen. Hier hat er mal jetzt mal einen. Das Tor, der Türöffner. Das Spiel jetzt flott, attraktiv. Es geht hin und her. Ochs, Sensationsball auf Bayer. Bayer! Und Weidand denkt sich, Mensch, du hast mir meinen Doppelpack geklaut. Hier, Ochs, da wartet Bayer erstmal klasse ab, dass es kein Abseits gibt. Und er ist sehr schnell und er ist sehr abschlussstark. Aber den muss er rüberlegen. Christian Eichner und der KSC, die sind schon gerettet. Die haben die 40 voll und dennoch mit viel Engagement dabei. Schleusener, der Hofmann-Ersatz. Sie haben Chancen zum Ausgleich, aber sie belohnen sich nicht. Sehr zum Gusto der Heimfans. 2. Durchgang, alles etwas ruhiger. Hannover lässt den KSC anlaufen und die kommen vermehrt über die linke Seite. Aber die 96er, sie schmeißen sich in jeden Ball, verbeißen sich in die Führung. Ochs blockt hier den nächsten Abschluss der Gäste. Schlussviertelstunde. Dem KSC fällt nicht allzu viel ein. Wieder Heise. Und Gondorf. Und Schleusener. Das war's dann auch mit der riesigen Torgefahr der Karlsruher. Die Hannover-Jungs hatten dann noch einen in der Nachspielzeit. Wieder über Bayer. Wieder nimmt er Anlauf. Und diesmal wählt er den richtigen Abschluss. 2-0. 90. plus 4. Klasse, herausgekontert. Und Maximilian Bayer macht seinen 3. Ligatreffer. 2-0 der Endstand. Dabrowski und 96. Sie trotzen den Tumulten abseits des Platzes und stehen kurz vor.